Der nächste Redner ist der Gesundheitssprecher der ÖVP, Erwin Rasinger. Ich möchte mir mal verbreitern über mein tägliches Leben, nämlich über die Antibiotika. Nachdem ich höre, was da alles im Argen liegt, möchte ich vielleicht ein bisschen mal Sie in die Welt der Medizin oder des Hausarztes entführen. Ich bezweifle einmal diese amerikanische Studie aus Kalifornien, dass 5% da sterben. Ich glaube, das war eine nicht sehr gut gemachte Studie und hochgerechnet. Wenn Sie sagen, sehr geehrte Frau Abgeordnete, dass ein Drittel falsch verschrieben ist, ich hätte gern die Studie gehabt. Ich lese sehr viel. Die Abgeordnete Schittenhelm ist Zeugin. Ich habe diese Literaturstelle nicht gefunden, dass ein Drittel zu viel ist. Was sehr wohl aber richtig ist aus meiner Sicht ist, dass 80% der Atemwegsinfekte, 80% viral sind. Nur das tägliche Problem ist ein ganz anderes. Es kommen zu Ihnen Leute, die 3-4 Tage krank sind, weil ein Tag Kranke kommen gar nicht, weil der heilt es ja mit Hausmitteln aus. Und dem müssen Sie sagen, gebe ich ihm etwas oder gebe ich ihm nichts? Und wenn Sie ihm manchmal nichts geben, riskieren Sie eine Lungenentzündung, ja oder nein? Das ist so eine entscheidende Frage. Ich habe schon mal eine Patientin sterben gesehen, die ist binnen einen Tag gestorben an einer normalen Grippe. Ja? Auch nur gehabt, nur an Husten, nur an Schnupfen, nur schlecht gefühlt. Einen Tag später war sie tot, ja? War beim Nachbarkollegen, weil sie eine sehr aggressive Form hatte. Das heißt, der Mediziner hat es nicht so leicht, wie manchmal der Spezialhygieniker, der praktisch Blutproben machen kann und dann 7 Tage später sagt, na, das war der und der Keim und es war eigentlich ein Virus. Und auch der berühmte CRP-Test ist nicht 100% genau. Ich habe ihn auf meine privaten Kosten mir gekauft. Ich mache das regelmäßig. Er ist ein gewisser Hinweis. Sogar niedrige Leukozyten sagen gar nichts. Ein älterer Mensch kann niedrige Leukozyten haben und trotzdem ziemlich krank sein. Das heißt, das ist alles nicht so einfach. Und die internationalen Leitlinien sind auch relativ weit gefasst. Wir brauchen nicht noch eine Schulung zur Schulung zur Schulung. Das hören wir tagtäglich, was man zu tun hat. Wir brauchen auch nicht noch eine Leitlinie. In Deutschland gibt es 1258 Leitlinien, manche sind 100 Seiten dick, je nachdem, ob es die Uniklinik geschrieben hat oder eine andere Institution. Bitte, das bringt uns nicht weiter, sondern in Wirklichkeit ist das, wenn Sie so wollen, ärztliches Gespür, ärztliche Erfahrung, die uns da weiterhilft. Insgesamt, jedes Antibiotikum, das wir weniger brauchen, ist okay, ist schwer okay. Man muss aber das gegenrechnen zu anderen Dingen, wie zum Beispiel übersehene schwere Infekte. Und gerade im Spitalsbereich, glaube ich, wäre es ganz wichtig, weil da wird ja das Antibiotikum nicht eingesetzt zum Spaß. Aber da wäre es entscheidend, dass es gar nicht zur Infektion kommt. Und da wäre die allerwichtigste Maßnahme ist oft Hände waschen. Und das passiert halt manchmal leider nicht. Das heißt, Leitlinien helfen uns nur bedingt weiter. Und noch eines. Weltweit liegen wir ganz gut im Verbrauch. Wahrscheinlich können wir noch besser liegen. Und ich höre, wie schwierig es ist für die Pharmaindustrie, ein neues Antibiotikum zu entwickeln, weil die Kosten sind 1 Milliarde. Und man versucht jetzt in der Food and Drug Administration, aber auch in der EU, praktisch eine Erleichterung zu geben, dass überhaupt eine Entwicklung stattfindet. Weil das Schlimmste ist, wenn man dann überhaupt kein Antibiotikum hat, weil nichts mehr wirkt. Danke. Der Mediziner habe es nicht so leicht zu entscheiden, Antibiotika ja oder nein. Jedes Antibiotika weniger ist gut, aber es besteht die Gefahr, dass schwere Infektionen mit zu geringen therapeutischen Mitteln bekämpft werden würden, sagt der Gesundheitssprecher der ÖVP, Erwin Rasinger.